Ein herzerfrischendes Willkommen, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin René und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed. Aber ich muss mich erstmal räuspern. Einen kleinen Moment bitte. So, ist auch schon wieder vorbei. Gut, also wir dürfen jetzt endlich unser nächstes Attentat durchführen, nachdem wir so lange Vorbereitungen treffen mussten. Wo müssen wir denn überhaupt hin erstmal? Ah, zu den Docks. Alles klar. Gut. Also, was gibt's heute zu bereden? Eigentlich nicht allzu viel, nur dass ich jetzt wirklich wieder sehr viel Lust auf Assassin's Creed habe. Deswegen ich ja auch gerade wieder dieses Video aufnehme. Okay, so kommen wir schon mal nicht rüber. Gut, dann müssen wir anscheinend doch ein bisschen weiter in die Docks. Kommen wir hier überhaupt rüber? Okay, meine Katze randaliert im Hintergrund. Okay. Ja, ist klar. Ja, und das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Entschuldigung. So, hier waren wir vorher noch nicht. Wir sind gerade zum ersten Mal hier. Aber echt cool. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine. Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Ja, toll, jetzt ruft meine Freundin an. Ey, es ist echt immer verflucht. Wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Okay, da ist wohl einer extrem paranoid. Gut, also da kommen wir jetzt erstmal nicht so leicht rüber. Vielleicht auf anderem Wege. Checkpoint erreicht, das ist schon mal gut. Und patrouilliert hier mein Ziel, oder? Oh, die hauen ab. Okay, wir dürfen hier bloß nicht ins Wasser fallen.
Wenn wir hier ins Wasser fallen, sind wir tot. Oh. Hi. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Ja, jetzt dreh dich mal um. Zack. Ja, das war's für dich, mein Freund. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Alles klar. Gut, wir haben jetzt dieses Ziel eigentlich sehr schnell erledigen können. Oh. Oh. Ja, ich sollte... Alter! Alter, ist doch gut. Ich muss hier ganz schnell weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Aus dem Weg, ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Oh. Oh shit! Ja, holy shit, hier sind ja überall Leute. Alter. Alter Mann, du wirst doch wohl. Du wirst doch hier wohl gleich hochspringen können. Ja, kacke, Mann. Sind so viele Leute. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwie aufs Dach komme. Hier vielleicht. Gut, ich bin schon mal auf dem Dach. Ah, da ist gleich ein Versteck. Sehr schön. Was? Wer hat mich denn jetzt hier bitte gesehen? Mann, gibt's doch nicht. Hänge ich hier halt eben rein. Mann, Alter! Jetzt hau ab. Die können mich doch hier gar nicht sehen. Ja, wo kommt der denn jetzt bitte her? Na, ich komme bestimmt nicht zurück. Ich bin doch nicht doof. Jetzt können die mich verstecken, wenn ich schnell bin. Rein mit dir. Doch nicht so. Mann! Das gibt's doch nicht. Ja, fall runter. Hast recht. Gott, Alter, hier, du bist doch so dämlich, Mann. Oh, Alter, Gott sei Dank. Ich muss mir hier die Seele aus dem Leib plärren. Ja, super, die Bank bringt mir jetzt noch viel. Holy shit. Alter, Scheiße! Ganz schnell aufs Dach. Das ist jetzt überlebenswichtig. Wo ist hier das Büro? Ja, schön, wir haben eine Flagge eingesammelt, aber das... Oh, oh shit.
schnell rüber. Sehr schön. Wenn es jetzt weiter so gut läuft, Alter, sucht schon wieder meine Freundin an. Schatz, ich kann gerade nicht. Ich muss hier gerade meine Abonnenten unterhalten. So. Und damit hier. Aber gut, wir haben es geschafft. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau. Das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber habt Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. So ein kleiner Schleimbeutel. Ja, wann darf ich jetzt hier wieder raus? Achso, alles klar. Zurück zu Al-Mualim. Ja, da werden wir gleich zurückkehren. Nachdem ich mich geräuspert habe. Entschuldigung. Nicht viel Zeit, Wenig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es steckt. Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Alles klar. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Ist es normal, dass ich jetzt hier nur die Decke sehe? Ah, anscheinend schon. Anscheinend dürfen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen ausruhen. Ja, was darf ich jetzt machen? Spricht mal einer mit mir. Es klingelt das Telefon. Ich mache jetzt hier einen kurzen Cut und gehe ans Telefon. Bis gleich. So, nach zwei Telefonaten und ungefähr gefühlten 50 Minuten verschwendeter Zeit geht es jetzt weiter. Dürfen wir uns jetzt eigentlich hinlegen oder müssen wir was anderes machen? Ne, wir dürfen uns schlafen legen. Wir haben uns wieder mal eine Auszeit verdient. Gut. Der nächste Morgen. Warum weckt uns er eigentlich immer auf? Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller.
Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Ich würde trotzdem gerne mal wissen, warum du uns immer aufwächst und nicht mal die Puppe da. Also, die Frau, Entschuldigung, falls sich da jetzt jemand beleidigt fühlt. Gut, dann dürfen wir jetzt endlich mit unserer Arbeit weitermachen. Erinnerung fortsetzen. Speichern, sehr gut. Sollten Sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, das Gebiet zu verlassen, um keine weitere Aufmerksamkeit zu... Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen ihr und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. So, anscheinend nähern wir uns jetzt dem Ende von Assassin's Creed. Oder schön langsam. Bin gespannt, was wir jetzt zurückbekommen haben. Ah, ein besseres Schwert. Schwertmeister, Schaden, neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser, schön. Ja, alles klar. Gut, das Spiel hat gespeichert, sehr schön. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt an dieser Stelle Cut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.